Hi Freunde, was geht? Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal, du Lifestyle, dein Kanal, wenn es Mode Vlogs und Lifestyle geht, fresh out aus Hamburg. Ja, ich habe mir überlegt, weil ich von euch, was mich sehr freut, was manchmal auch ein bisschen anstrengend ist, weil man immer natürlich bemüht ist, immer zu antworten, dass ich antworte, eigentlich immer, ihr wisst es, aber man hat ja ab und zu mal auch einen stressigen Tag und man möchte dann sich auch die Zeit nehmen und deswegen ist manchmal das so ein bisschen nice, alles dann zu lesen und zu ordnen. Ich habe mir überlegt, ich bemühe mich jetzt mal, das kurz zu halten. Ich wollte mal ein Video machen von den häufigsten gestellten Fragen, die ihr mir stellt in Sachen Haarsystem. Und deswegen habe ich mein Smartphone hier am Schlüssel und gehe mal so grob auf viele Fragen ein. Also das meiste häuft sich ja meistens immer. Vorweg ganz kurz Werbung. Ich habe euch unten einen Link reingehauen. Wenn ihr euch einen Termin bei OC bucht, könnt ihr ein bisschen sparen. Kriegt 75 Euro müssen es sein. Ich gucke lieber nochmal nach, bevor ich euch jetzt hier was Falsches erzähle, aber es müssten 75 sein auf euer erstes Haarsystem. Also ihr könnt auch, wenn ihr auch sagt, ihr wollt zwei, völlig wurscht, bucht euch eine Mail, tragt eure Mail ein und ich schenke euch mit meinem Rabattcode, ja, mit dem Link kriegt ihr 75 Euro, immer nachgut. Das sind 75 Euro, bekommt ihr auf euer Haarsystem. So, das ganz kurz am Rande für die Leute, die ein bisschen ja, sparen wollen, weil das lohnt sich dann doch mal schon. So, haben wir nicht, haben Freunde. So, also, Haarsystem. Ich werde öfters gefragt in Form von Verkleben. Frage 1. Nein, ich rede einfach und wenn Schluss ist, ist Schluss. Frage 1 ist Haarsystem verkleben. Es gibt viele Varianten mit dem Kleben. Also ihr könnt natürlich nur mit Tapes kleben, ihr könnt mit einem Flüssigkleber kleben, wovon ich erstmal abraten würde, weil das ist schon schwierig und ist eher schon für die erfahrenen Haarsystemträger vorbehalten. Ihr könnt sowohl mit Tapes als auch Kleber kleben. Besprecht das mit eurem Stylisten, wenn ihr einen Termin habt bei OC. Meistens ist es so, gerade beim ersten Haarsystem wird meistens mit Tapes gearbeitet. Es sei denn, ihr habt einen extra Wunsch und sagt, nein, ihr wollt das so und so haben. Klar, aber meistens ist es so, dass man mit Tapes klebt und die Front meistens, also vorderen Bereich, meistens nur mit Flüssigkleber klebt. Frage von euch war, wie ich klebe und ob man die Front beim Wechsel, ob man die Tapes abmachen muss, also ob man die Front komplett reinigen muss, wenn man nur die Front nachklebt, ob man sowohl Tapes und Kleber kleben kann. Die Frage beantworte ich euch sehr gerne. Also, ich klebe, und das würde ich jedem empfehlen, komplett mit Tapes. Aktuell überwiegend eigentlich im Sommer mache ich das, weil man auch schwitzt und der Flüssigkleber hält gut. Aber natürlich, könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr dreimal die Woche Sport macht und dann ist noch heiß draußen und man schwitzt, muss man die Front öfters mal nachkleben. Ne? Kommt ja auch immer darauf an, was für ein Hauttyp man ist. Wie auch man, ist bei jedem anders. Bei mir ist so, ich muss dann schon alle zwei, drei Tage nachkleben. Nicht viel, es ist meistens ist dann so eine kleine Ecke und ich bin ein bisschen penibel. Ich klebe dann immer nach. Eigentlich langt es auch, wenn man es wieder festdrückt, dann hält das auch. Aber ich bin halt da ein bisschen eigen und deswegen klebe ich dann halt gerne auch öfters, anstatt zu wenig. Aber ich klebe gerne mit Tapes, weil ich habe die Erfahrung gemacht. Und bei mir ist es so, dass wenn ich, ich wechsle mein Haarsystem übrigens alle 14 Tage, komme ich noch gleich zu, bei mir halten Tapes wesentlich besser. Also wenn ich Glück habe, brauche ich die Front gar nicht nachkleben, maximal einmal in zwei Wochen, ein bisschen auch nur. Von daher empfehle ich euch, klebt einfach rum, also das ganze System mit den Tapes. Ich nutze die weißen Tapes. Es gibt ja noch die blauen, das sind so die Anfänger-Tapes, die sollen leichter irgendwie abzumachen gehen, halten dafür aber auch nicht so gut. Ich habe die Erfahrung gemacht, ich finde sogar eher die blauen Tapes, wenn ihr das zu Hause euch selber wechselt, irgendwie schwieriger abzufummeln. Deswegen, ich habe von Anfang an die guten Tapes genommen. Kommen super zurecht und halten auch echt super. Ich klebe einfach drumherum und wenn dann mal die Front sich ein bisschen löst, weil man viel schwitzt oder weil es einfach so ist, weil vielleicht vom Wetter her zu kalt, zu warm, keine Ahnung, dann und bei mir sind es meistens immer nur so kleine Ecken, das ist minimal, noch nicht mal irgendwie so ein Zentimeter, dann klebe ich, halte ich das hier vorne so hoch und
klebt ein bisschen, macht so einen kleinen Klecks. Nicht auf die Lays bitte, sondern, also wenn ihr Lays habt, bitte, ach, ich nehme die Fragen jetzt schon alle weg, Entschuldigung. Also einfach nur drunter schieben und, wie gesagt, 8 Minuten ungefähr antrocknen lassen, bis er durchsichtig ist. Und dann, wenn wir randrücken, dann hält das. So, so mache ich das. Genau, Frage 2 war diesbezüglich nochmal Frontwechsel. Also, wenn es bei dir der Fall sein sollte, dass sich die Front vielleicht mehr löst als bei mir, so ein bisschen nur, sondern dass es vielleicht schon man die so hochheben könnte. Also, das sind 2 Optionen. Entweder, wenn sie an der Seite noch fest sitzt, sondern hier, dass man dann hier so hoch machen kann, dann würde ich euch einfach empfehlen, klebt einfach nur die Ecke, Haarspange rein, die ihr dabei habt in einem Paket und dann klebt ihr da rein. Wenn das aber schon zu schmierig ist, also wenn, da man mal, ihr tragt das Haarsystem schon über 1,5 Wochen und ihr merkt, das hält nicht mehr so gut, weil vielleicht schon durch den Schweiß und so ist einfach das Tape sowieso und ist einfach zu schmierig, dann solltet ihr vielleicht überlegen, ob ihr das Haarsystem einmal ganz wechselt oder ob ihr, wie gesagt, das ist schon für einen Anfänger schon schwierig, also kostet Mut, weiß ich, geht aber, wenn ihr einfach die Front einmal komplett anhebt und hier Spangen und den vorderen Bereich, die Kopfhaut einmal reinigt, wenn ihr sagt, nee, alles andere ist fest, reinigt dann die Kopfhaut und beklebt dann aber bitte mit Flüssigkleber, weil mit Tapes zu bekleben, wird schwierig. So, mache ich kurz den Bogen, Frage 3. Benutze ich Folie oder Lace? Ich nutze jetzt Lace. Ich habe früher mit Folie angefangen. Kann ich jedem Anfänger nur empfehlen. Eigentlich, weil es leichter ist, auch was das Verklebern geht. Klar, sage ich auch, ey, wenn du Bock drauf auf Lace hast, mach Lace. Also ist atmungsaktiv natürlich und finde ich gerade im Sommer auch angenehmer und ich finde es für meine Kopfhaut super angenehm. Also ich hatte nie das Gefühl, also ich habe schon eine recht empfindliche Kopfhaut, aber ganz ehrlich, ich habe nie Probleme. Und das sage ich euch echt aus reinem Herzen. Ich habe, was meine Kopfhaut angeht, ne, auch früher, als ich noch Haare getragen habe, hatte immer so eine trockene Kopfhaut mit Jucken und bla und habe ich. Und ich hatte immer Angst, dass wenn ich da was draufklebt, dass es natürlich dann nicht gut ist. Ne? Also dass die Kopfhaut dann irgendwie dann sagt, ey, das juckt. Gar nicht. Von daher und gerade Lace ist natürlich dann nochmal noch nicer, weil es noch atmungsaktiv ist und gerade beim Sport und im Sommer ist es Gold wert. Vom Kleben her, wie gesagt, ist es natürlich dann für einen Anfänger ein bisschen, was heißt, schwieriger, aber es ist natürlich dann, man muss ein bisschen geübter sein, weil Lace ist halt nicht Folie, die Tapes halten da anders drauf, es ist ein bisschen Fummelkram, aber es geht. So, was war die Frage, hab vergessen, was ich nutze wegen Kleben, genau. Wenn ich was vergessen habe, immer schön Instagram schreiben oder schreibt die Fragen in die Kommentare. Was würdest du einem Anfänger empfehlen? Ganz klar, Folie. Wie gesagt, wenn du Bock auf Lace hast, nimm Lace. Also ganz ehrlich, wenn ihr auf etwas Bock habt und man hat automatisch Lust drauf, dann macht das. Unterschied zur Lace, deswegen sage ich das, ihr solltet immer, weil auch mich da welche fragen, es kam auch eine Frage, wenn ihr zuschaut, Grüße gehen raus an euch, falls ihr eure Frage wiedererkennt. Ich habe eure Namen extra nicht eingeblendet, weil ich wusste. Ne? Wenn ihr einen Lace habt, empfehle ich euch immer, holt euch den Skin Protector und sprüht die Lace ein. Zweimal. Einmal sprühen, kalt anfühlen, ja, bis es eben trocken ist. Wieder einsprühen, kalt anfühlen, damit die Lace, damit die weißen Stripes, die Tapes auf der Lace besser halten. Ganz wichtig, sonst habt ihr, sonst ist Holland in No, du. Und dann eine halbe Stunde liegen lassen, weil ich hatte auch einen von euch, der hat mich gefragt, ey, es löst sich immer, wenn es auch mal die Tapes die halten nicht. Das heißt, die hast du eine halbe Stunde liegen lassen. Nee, habe ich nicht. Lass das halbe Stunde wirklich anziehen, mindestens. So. Nach 30 Minuten sollte das gehen. Sonst wartet kurz 35 bis 40 Minuten, aber das ist so der Nachteil bei der Lace, dass bei der Folie könnt ihr aber raufkleben, zack, drauf. Bei der Lace, da muss man immer ein bisschen warten. Mit der Lace dauert es halt ein bisschen länger. Wenn ihr klebt, war auch einer der nächsten Fragen und ihr macht halt nur die Front, was ich sagte, also ihr habt mit Tapes geklebt und ja, wenn ihr mit Tapes geklebt und es löst sich und ihr wollt, ist eben, wie ich das immer mache, nur leicht runterschieben den Kleber, könnt ihr auf die Tapes kleben. Ja, natürlich könnt ihr das machen. Wenn ihr vorne mit Tapes geklebt habt,
klebe ich natürlich einfach nur drunter und entferne die Tapes vorher nicht. Nein. Na, und einfach wieder festdrücken. Natürlich kommt es auch mal da auf den Faktor drauf an, wie ist die Beschaffenheit. Also wenn das H-System eh schon fast 2 Wochen drauf ist, dann mache ich es, also und wenn es dann mit Festdrücken nicht mehr geht, und dann mache ich es gleich runter. Aber könnt ihr machen, also funktioniert. Nächste Frage war, welche Styling-Produkte nutze ich? Habe ich ein Video dazu gemacht und verlinkt. Ziehst du rein, beste Styling-Produkte. Einmal von Crew. Das habe ich aber jetzt vergessen, wie das heißt. Das Liquid Wax und das andere Wachs. Ich habe euch das Video verlinkt. Das sind echt für das Haarsystem und auch fürs normale Haar. Also wenn du kein Haarsystemträger bist, die besten Produkte fürs Haarstyling. Oder einer der besten. Also lässt sich gut ausarbeiten. Guckt, was du besser findest, ob du die Paste besser magst oder das Liquid Wax. Ich mag eher die Paste. Also auch Wax, aber eher die Cream. Die Forming Cream. Ja, jetzt so. Bockt. Nein. Gönn's dir. Hau rein. Geht gut los. Ansonsten, genau, so style ich mir die Haare. Und ansonsten natürlich, wenn ich es mal nicht nutze, einfach nur Spraycare und Softcare. Langt. Morgens aufstehen, Haare nass machen, Spraycare rein. Mit dem Kamm immer schön zurechnen und mit der Hand zurechtlegen. So. Nein. Und dann einfach Softcare rein. Passt. Anföhnen. Fertig. Beziehungsweise Spraycare reinmachen, Spraycare zurechtlegen, anfühlen und dann Softcare reinsuchen. Softcare übrigens wichtig, denn enthält auch Sonnenschutz für das Haar. Wie die Sonnencreme für die Haut. Also immer schön nutzen, dass auch das Haar schön feucht bleibt und auch die Farbe behält. Ja, das war's, ne? Eine andere Frage oder Nachricht war, wenn das Haar so sich so verfilzt hin anfühlt. Habe ich auch 2-mal gehabt in den Jahren jetzt. Dass ich dann hier oben im Haarsystem hier so ein, so als ob ihr das, so ein Haar so rumdrehen würdet und, ne? So, und huch, was ist das? Machen wir morgens vielleicht auf, denkst du, hä? Wie kriegt ihr das raus? Ich habe es immer so wegbekommen, dass ich den normalen Kamm benutzt habe. Also nicht den Stielkamm, sondern die Bürste. Und habe es versucht, erstmal so vorsichtig rauszubürsten, habe vorher Spraycare in die Haare gemacht. Wenn das nicht geht, hat meistens bei mir immer geholfen, Haare waschen mit Shampoo und von mir ist auch nochmal das Hair Treatment oder das Color Treatment einwirken lassen als Kur und dann für mich das vorsichtig auskämmen, auswaschen und dann beim Föhn und dann sollte das eigentlich raus sein. So. Mehr kann ich euch auch nicht sagen, sonst immer ganz gerne an euren Care Manager schreiben, aber das ist so den Tipp, den ich geben kann. Ja. Dann war hier eine Frage, wenn von einem, schöne Grüße gehen raus an dich, vielleicht erkennst du dich jetzt ja wieder, 21 Jahre alt, Geheimratsecken, Haarausfall seit 2 Jahren und es stört ihn und natürlich hat er Angst vor dem Schritt zu OC zu gehen, weil man sich ja quasi das Deckhaar abrasieren lässt und ja. Natürlich, und er schreibt, er hat Angst, dass ich danach nicht mehr ich bin und ich mit einer Glatze rumlaufen muss. Nein, du musst damit nicht mit einer Glatze rumlaufen. Also, ich kann diesen Schritt verstehen, ich habe das auch durch, ich beschäftige mich ja mit Haarausfall schon ganz lange, seitdem ich 20 bin. Und jetzt bin ich 30. Und habe mir sämtliche Dinge angeguckt. Von der Haartransplantation und. Von daher glaube ich, kann ich sagen, dass ich davon Ahnung habe, von dem Themenbereich. Und ich kann dir sagen, ich habe mir das gar nicht so lange überlegt. Ich wollte volles Haar haben und ich wusste, alles andere hilft nicht. Haarsystem ist für volles Haar die beste bis jetzt, was es aktuell gibt auf der Welt, in der Welt, für volles Haar das Beste, was es gibt. Was anderes funktioniert nicht. Zumindest um diesen vollen Umfang von vollem Haar zu haben und dementsprechend natürlich auch dickerem Haar zu haben. Von da, und ich wollte es unbedingt, deswegen habe ich mir darüber nie Gedanken gemacht. Aber natürlich war ich dann schon am Tag der Tage schon mulmig, weil ich wusste, das wird abgemacht und man sieht dann halt, man hat nur dann die Seitenhaare. Tatsächlich sage ich mal so, wenn du das wirklich willst, dann juckt es dich auch nicht, weil du eh weißt, du wirst ja sowieso nur Haarsystem tragen. Und von daher läufst du ja so nicht rum, außer vielleicht zu Hause. Und ich laufe ab und zu tatsächlich auch mal so rum. Habe ich jetzt zweimal gemacht, da trage ich halt Cappy. Ich war einmal auf der Arbeit so, weil ich das einfach zeitlich nicht geschafft habe, mir das Haarsystem drauf zu machen. Und
weiß ich nicht warum, irgendwie war ich dann irgendwie noch zu faul, das abends noch zu machen. Ich beide Käppi auf und von stört mich nicht. Und ich bin auch mal so zum Sport. Natürlich, das müsst ihr nicht machen. Das kostet auch schon die Überwindung. Falls man nicht denkt, vielleicht legt man mal die Käppi aus, ein bisschen runter aus Gewohnheit und so. Aber nur mal zur Frage zurück. Natürlich, wenn du dir einen Termin holst und du gehst den Schritt und sagst, cool, ich entferne mir jetzt das Decker. Das ist ein Schritt, aber tatsächlich ist es irgendwie lustig. Sagst du auch, geil, ich sehe ja gar nicht so schlecht aus, tatsächlich. Also die Vorstellung, wenn das auch weg wäre, dass man so eine Glatze hat. Wenn du das Haarsim trägst, 2 Wochen, 3 Wochen drauf, so. Und du solltest echt merken, das ist gar nichts für dich. Gut, dann solltest du überlegen, ob du, machst das Haarsim ab und dann rasierst du, oder dann machst du die Seitenhaare ganz kurz, das wächst du oben nach, das ist ja der Vorteil. Es ist ja keine OP, die ihr habt, sondern die Haare, die wachsen ja wieder nach. Und dann, ja, läuft man vielleicht einmal eine Woche mit Käppi rum oder 2, je nachdem, wie schnell es bei dir nachwächst, und hast ja wieder Haare. Also, ich würde mir da eigentlich gar nicht so einen großen Kopf machen. Mach's einfach, zieh's durch, wenn du drauf Bock hast, gib ihm. Und trau dich, denn ich kann dir aus einer Erfahrung sagen, und das fährst du von allen Kunden, die bei OC waren, auf der Homepage, von Jules und von Chris, von und man bereut es wirklich, dass man den Schritt nicht früher gemacht hat, weil es gibt dir so viel Lebensqualität. Das ist unglaublich. Von daher hab nicht diese Angst, sondern mach's einfach. Ich kann nicht jedem raten. Es gibt dir eine neue Lebensqualität und, und dieses Gefühl wird dich überwältigen, dass du überhaupt gar nicht mehr ohne Haarsystem möchtest. Das kann ich dir echt versprechen. So, die Frage war auch noch abgehakt. Ich gucke mal ganz kurz hier rein. Eine Frage hatte ich noch mit Lace und Folie. Wie oft wechselst du? Ich wechsle, wie gesagt, auch das war eine Frage, alle 14 Tage. Kommt auch je nach Wetter auf, aber ich wechsle alle 14 Tage. Es gibt Kunden, die wechseln jede Woche. Es gibt welche, die wechseln 1,5 Tage. Das wirst du für dich rausfinden. Ich würde nicht länger als 3 Wochen die empfehlen. Weil es hält, aber ich wechsle eigentlich mal alle 14 Tage, weil es ein guter Rhythmus ist. Hat man 2 Wochenenden und wechselt entweder am letzten Wochenende dann auf dem Sonntag. Und wann ich wechsle, meistens wechsle ich, weil ich mehrere Haarsysteme habe, geht es bei mir recht zügig. Also das würde ich abmachen. Ich habe ja mein frisches ja schon im Schrank, in der Box, kann ich meine Kopfhaut reinigen, rasieren und es aufmachen. Das Reinigen mache ich im Anschluss. Wenn du nur eins hast, musst du halt schon ein bisschen Zeit einplanen, also das Einlegen vom Haarsystem empfohlen, 1,5 Stunden, legst es ein und dann wartest du halt. In der Zeit ran ist es nicht mehr. Das, ja, also ich mache es immer, meistens immer auf dem Freitag, wenn ich weiß, ich habe nichts vor, kommt keiner, dann mache ich es abends ab, schlaf vielleicht mit Halbglatze und mache es morgens drauf, so dass ihr die Reinigung am Freitagabend macht und es ihr morgen früh drauf macht, oder wenn ihr halt 2 habt, dann ist es eh wurscht, dann geht es schnell. Also es, wie gesagt, also guck, wie es für deinen Terminplan, das ist am wichtigsten, nicht wie ich es mache, sondern wie ist dein Terminplan, dann passt das schon. Was wichtig ist, ja, war auch eine Frage, das Color Treatment, nutzt das bitte spätestens oder frühestens, ja, also Empfehlung von mir, wenn du ein Haarsystem neu hast, dann hast du es ja, ne, so, wenn eine Woche rum ist, würde ich das Color Treatment schon benutzen, weil das Color Treatment ist nichts anderes als das Hair Treatment. Nur eben mit Farbe. So. Das heißt, ich würde mit dem Color Treatment so von anfangen. Ich habe ja eher braun mit einem Kupferstich. Also wenn das natürlich, je älter es wird, desto rötlicher, oder bei mir wird es eher Kupfer, wird es. Von daher, ich empfehle euch, also ich habe so ein Color Treatment, obwohl ich so dunkelbraun habe eigentlich, habe ich schwarz genommen, weil das wirkt immer ein bisschen besser. Habe ich die Erfahrung gemacht. Wenn ich jetzt braun nehmen würde, traut euch und nehmt auch, wenn ihr braun habt, einfach schwarz. Dann ist das nochmal, habt ihr nochmal ein besseres Ergebnis, kann ich euch sagen. Und fangt ruhig früh an und macht es gerne. Ich mache es in der Woche 2-mal. Jetzt aktuell im Winter nur 1-mal die Woche. Und sonst immer das Hair-Treatment nach dem Haare waschen. Ich wasche die Haare natürlich alle 2 Tage. Wäre auch die nächste Frage gewesen. Wie oft Haare waschen? Ich wasche mit Shampoo alle 2 Tage die Haare und mache dann eben dementsprechend alle 2 Tage das Hair-Treatment rein. Einwirkzeit würde ich nicht 5 Minuten nehmen, lass auch mal gerne eine 1/2 Stunde anwirken. Ihr werdet merken, das Haar ist noch ultra fluffiger als vorher, damit das Haar auch gut das aufsaugen kann.
Ja, und das Hair, das Color-Typen mache ich einmal die Woche, im Sommer mache ich es öfters. Weil das Haar natürlich dann von der Sonne an andere Belastungen ausgesetzt ist. Und natürlich, wenn ihr morgens aufsteht und die Haare stehen euch zu Berge, was dann mal passiert, mache ich das Haar einfach nur nass. Entweder unter der Dusche nass machen, trocken drücken und dann Spray-Care reinmachen, dann stylen, geht ganz schnell. Genau. Und ja, nächste Frage war auch gewesen, ob das Haarsystem irgendeinen Schaden dran nimmt, wenn ihr Mützen tragt. Nein, ich trage weiterhin auch meine Caps. Ich trage weiterhin meine Mützen, also da nimmt das Haarsystem keinen Schaden. Und natürlich dürft ihr nicht vergessen, natürlich, wenn ihr ein Haarsystem neu habt, dann ist es natürlich sowieso sehr voluminös. Ne? War auch eine Frage. Und klar ist das erstmal bei denen ruhig. Das legt sich nach ein paar Tagen. Also bei mir hat es mal dauert eine Woche, aber meistens legt sich das nach 3 Tagen. Fängt es dann an, sich zu legen. Und dann ist dieses Voluminöse weg. Und dann passt das schon. Dann haben wir. So, ich gucke nochmal hier weiter durch. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich antworte darauf. Wenn man durchguckt, vom Dinger sind es so die ständigen Fragen. Also verkleben, wie was läuft, wie es hält. Macht euch da echt nicht so viel Gedanken. Ich weiß, es ist immer schwierig und auch nicht einfach, ich weiß. Aber macht euch da wirklich, versucht euch davon frei zu machen. Genießt es. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, fragt mich. Wisst ihr, macht ihr auch immer. Super, finde ich gut. Also fragt mich da in Sachen Haarsystem. Wenn ich mal nicht weiter weiß, dann bin ich zu euch auch ganz ehrlich und sage auch, ich weiß es nicht. Fragt bei OC nach dem Support oder euren Stylisten beim nächsten Termin, weil so, ne? Aber ich weiß meistens auch nicht mehr als die. Von daher, so. Aber freut mich, dass ihr mir vertraut und dass ihr mich fragt. Und es ist schön. Und ich werde natürlich, weil es auch ein Wunsch ist, natürlich nochmal ein ausführliches Video machen mit Reinigen, mit Verkleben und. Das kommt noch. Nur, das werde ich wahrscheinlich die nächste Woche dann droppen, okay? Dafür brauche ich ein bisschen Zeit. Das ist Zeit, aber ihr könnt verstehen, dass produzieren ist, das ist aufwendiger, aber es kostet dann ein bisschen Arbeit. Genau. Wenn ihr Fragen nochmal sonst zur Reinigung habt, kann natürlich ab und zu auch mal fragen, fällt mir noch gerade übrigens ein. Ihr habt ja bei OC ja das die Reinigungssache, ne? Und wenn ihr den, also nicht bitte einfach so abziehen, das Haarsystem, sondern es hat schon einen Grund, warum es den System Remover gibt. Also vorne an der Front anfangen, mache ich es immer. Ich fange immer an der Front an und ziehe es vorsichtig nach hinten. Und sobald ihr das nicht mehr so leicht ziehen könnt, immer rausspülen und, genau, achtet einfach nur darauf, kann ich nur einen Tipp sagen, ich mache das in der Box, das heißt, ich mache den System Cleaner in die Box rein und stecke das Haar mit den Klammern hoch und lege es rein. Frage war da auch, ob das schädlich ist fürs Haar, weil das Haar ja nicht dran so liegen soll, wenn ihr eine Lace habt, weil das ist ja, also die wird ja so übernass. Nein, ist es eigentlich nicht. Bei der Lace würde ich vielleicht alles bei der Folie, bei der Lace gehen die Tapes leicht darunter. Wenn ihr das reinigt, also würde ich vielleicht, müsst ihr ausprobieren, in dem System Cleaner Bad, würde ich die Lace gar nicht so lange drin liegen lassen. Vielleicht nicht 2 Stunden, auch nicht 1,5 Stunden, vielleicht auch nur eine halbe Stunde, Stündchen. Müsst ihr mal ausprobieren. Bei der Folie ist was anderes. Bei der Folie fand ich gegen die Tapes auch mal schwierig runter. Da könnt ihr auch ruhig 2 Stunden drin liegen lassen. Probiert euch da aus. Und dann natürlich habt ihr den Deep Air Cleaner schön im Wasserbad. Das Haarsystem reinlegen, lauwarmes Wasser, Deep Cleaner, ein bisschen schäumt, wichtig, es muss schäumen. Und dann einfach ein bisschen versuchen, natürlich den Kleber, die restlichen Reste nein, abzumachen und das Haar sternförmig dreimal nochmal zu kämmen und dann auswaschen mit kaltem Wasser, Hair-Treatment rein, einwirken lassen, auswaschen, trocken führen oder so liegen lassen. Aber ich will es trocken führen. Und dann fertig. Genau. Aber wie gesagt, ich mache dazu nochmal ein Video und ja. Eine Frage habe ich auch noch. Das war eher was in Frage, es war ja auch so eine Mitteilung von einem. Da wurde ich gefragt, ob ich OC empfehlen kann, wenn ja, warum? Weil natürlich, OC ist meiner Meinung nach und ich glaube mit auf das bekannteste deutschlandweit, ja, ist OC, glaube ich,
da sehr, sehr, sehr gut aufgestellt. Ich kann sagen, in Deutschland weit die beste Brand, wenn es um Sachen Haarsystem geht. Ist auch mit die bekannteste. Es gibt in Hamburg einen Anbieter, dessen Namen ich jetzt aber nicht erwähnen möchte, aber OC ist ganz oben und von daher, also vom Niveau her. Und natürlich gibt es immer, deswegen sage ich das ganz wohl, weil es mir wichtig ist, ein Glück kam die Frage nur einmal. Natürlich gibt es immer Menschen, die auf Google bewerten, ne? Und immer reinschreiben, so und so war das, hat mir gar nicht gefallen, Stylisten unfreundlich, gar nicht, blablabla. Wenn sowas natürlich vorkommt, das ist die Wahrheit, dann, also ich muss mich jetzt für OC nicht rechtfertigen oder entschuldigen, das will ich auch gar nicht, aber natürlich denkt immer dran, das kann passieren. Wenn es passiert, ist es nicht schön. In sämtlichen Variationen, es muss ja gar nicht OC sein, es kann auch die Deutsche Bahn sein, es kann dein Arbeitgeber sein, es kann ein Freund sein, völlig egal, Fehler passieren. Aber in der Regel, aus eigener Erfahrung und natürlich von den vielen anderen tollen, begeisterten Kunden, kann ich sagen, OC ist super, die Stylisten sind super. Ich kann sagen, ich kann immer nur schwärmen, ich würde es am liebsten jedem erzählen, do it. Und ihr dürft aber auch nicht vergessen, das sagt meine Stylistin Steffi, Grüße gehen raus an Berlin an dich, ein Haarsystem ist immer noch ein Produkt. Das bedeutet, Fehler können passieren. Ja, es ist ein Produkt, das ihr nutzt. So, und das vergessen manche, die dann eben so sauer sind und ihren ganzen Frust da rein tippen, weil es bei denen vielleicht nicht klappt oder weil es irgendwie vielleicht nicht ihren Erwartungen entspricht. Ja, das wollte ich auch mal euch kurz mitgeben. Dass man da so ein bisschen cool down und euch... Lasst euch auch nicht abschrecken von den paar vielleicht negativen Leuten, die da ihren Frust reinschmeißen, weil die vielleicht genervt sind wegen anderen Dingen und nutzen diese Plattform, weil ich habe dann also die Nachrichten, oder was man dann kriegt, so was dann wohl gesagt worden ist, gut, ich bin nicht dabei, ich kann es nicht gegenbeweisen, aber ich kann es mir in solchen Fällen immer null vorstellen, weil ich weiß, wie es da abläuft und ich kenne OC und nein, von daher. Nächste Frage war noch ein Anliegen von einem von euch. Ich finde das so schön, hier so durchzugehen und wenn ihr ein Haarsystem selber drauf macht, war auch eine Frage natürlich, wie. Es gibt diese Erklärvideos, wo Jules das zeigt, dass er hier vorne nur anfängt, also er fixiert hier die Front und wollte es dann, ich weiß nicht mehr, ich kam mir die Videos schon lange nicht mehr angucken, ist auch schon lange her. Doch genau, und rollt es dann nach hinten so runter. Es gibt Leute, die fangen von hinten an nach vorne. Wie mache ich es denn? Ich habe vieles ausprobiert und ich mache es ganz ehrlich so, dass ich, wenn ich das beklebt habe, ne? Ich sage dazu mal was. Aber am ersten Haarsystem, das habe ich noch. Ist aber schon ganz alt und dementsprechend sieht es auch so aus hier vorne. Ne? Also schon ganz. Aber ich habe es immer noch aufbewahrt, weil es mein erstes Haarsystem war. Und weiß nicht, ich hänge da wieder dran. Vielleicht trage ich es nochmal, keine Ahnung, aber. Also, wenn ihr das. Wie gesagt, das ist Folie und alt, ne? Wenn ihr das. Ihr klebt da hier rum. Die Mini-Tapes. Und ich mache es immer so, dass ich, wenn ich es mir raufgelegt habe und alles justiert habe, wie es sitzt, halte ich Hand drauf. Also nicht verrutscht. Und dann löse ich von diesen Tapes, also quasi, dass ihr das so klappen könnt, dass ihr das quasi, dass ihr so die Hälfte habt, löse ich dann hier die Seiten und mache das mir nur hier fest. Das heißt, ich kann vorne klappen, hinten klappen. Hat den Vorteil, es verrutscht nicht. Zweitens, ihr habt das immer hinten ausjustiert und vorne. Ihr könnt immer noch ein bisschen schieben, wenn es dann noch ein bisschen schief wird. Und ich fange erst hinten an. Alles halt, wie gesagt, runter und dann mache ich vorne. Also ich kann es euch mal zeigen. Also ihr könnt das entweder so machen, wie ich es euch eben gezeigt habe. Dieses eben, ne? Hier fixiert, hier auf Spannung setzen und nach abrollen. Und vorne das gleiche. Oder ihr macht es halt so, wenn ihr das eben so habt, Hälfte. Es geht am besten mit der Folie. Ich schiebe das so runter. Geht auch. Und wie klebe ich natürlich? Ich mache meistens immer drei Anker
nur rein, zack, zack, zack. Und dann passt das. Also macht euch da echt nicht so einen Kopf. Probiert's aus. Ich habe tatsächlich ein bisschen gebraucht, um hinten und ganz wichtig, auf Kante kleben. Klebt auf Kante. Holt euch sonst Hilfe von Freund, Frau, Ehemann, Ehefrau, keine Ahnung, Freundin, Kumpel, wie auch immer. Oder auch alleine. Oder geht auch gerne öfters zu OC, zum Wechselservice. Könnt ihr auch machen. Habe ich auch eine Zeit lang gemacht. Wenn der Chat auch gefühlt. Und wichtig ist, wenn ihr einen Spiegel habt, einen Handspiegel oder so, hinten muss es auf Kante sein. Wenn es hinten auf Kante sitzt, ist es meistens ja schon. Ein bisschen nochmal vielleicht begradigen vorne so und dann passt das. Es muss hinten auf Kante sein, weil sonst sieht man immer so ein bisschen. Wenn man es nicht gleich hinkriegt, alles easy. Macht euch dann keinen Stress. Es ist auch ein Prozess, dieses Handling, das muss man erstmal lernen. Habt ihr ja vorher nicht gemacht, genau wie Autofahren. Wenn man vorher nie Auto gefahren ist, woher soll man es können? Also, easy und wie gesagt, ganz wichtig, es fällt keinem auf, wenn es mal schief ist, es fällt auch keinem auf, wenn irgendwo mal eine Lücke ist. Man denkt immer, die Leute auf der Straße achten da nicht drauf. Guckt keiner hin. Es fällt einem immer nur selber auf. Das ist halt so. Dann wurde ich auch gefragt in Sachen Hold Extender. Nutze ich aktuell nicht. Nicht, weil er doof ist, sondern einfach, weil ich den gar nicht brauche. Ich nutze immer den Skin Aperture, das ist dieses, was ihr auch auf die Lace drauf sprüht. Auf dem Kopf kann auch drauf sprühen. Der Hold Extender sorgt ja dafür, dass Hassim noch besser hält. Und bei mir war das öfters so, auch wenn ich bei OC beim Termin war, wenn ich morgens wach war und das Hassim war schon über 2 Wochen, das musste eigentlich runter. Dann hat sich das hier so ein bisschen verschoben und hat hier dann halt die Kopfhaut schon gesehen. Also bin ich morgens ins Badezimmer gegangen und konnte mir das richtig wieder so mit leicht Druck das Hassim richtig runterziehen, also verschieben. Ja, das ist ein Zeichen, es muss runter und deswegen, aber der Hold Extender, ich nutze ihn halt aktuell nicht und soll halt dafür natürlich sorgen, dass das Hals einen besseren Halt hat. Es sitzt bei mir, ich nutze ihn aktuell gar nicht und wenn ich hier reingreife, ihr seht, es ist fest, also kann es dran ziehen. Und ich habe das jetzt schon, ja, 1,5 Wochen drauf, also dieses Wochenende noch und dann wird es runter gemacht wieder und von daher, ja, wie gesagt, kann euch da echt nur beruhigen und ihr könnt ja sonst auch anhand so etwas auch üben, ne? Also wenn ihr ein bisschen Tapes übrig habt und ihr könnt da habt ihn ganz gut und ihr seid da ganz gut im Petto, nutzt diese Dinger und übt daran, okay? Freunde, schreibt mir immer gerne, ja, ich bin dankbar, dass ihr mir vertraut und mir da so oft schreibt und wissen wollt, das freut mich auch sehr. Macht mich auch echt stolz und bin sehr dankbar dafür. Also macht es gerne weiter so. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Habt wie gesagt keine Scheu, mich zu fragen, denn ich trage auch H-System. Kann ich euch nur sagen, do it, traut euch, holt euch einen Termin bei OC. Denkt dran, mit meinem Link, mit meiner Einladung, sparst du 75 Euro. Also nutzt es gerne, musst du nicht, natürlich keine, aber mich freut es auch. Ich tue dir dann in dem Beschreibung was Gutes, also ist unverlinkt und jetzt bin ich echt raus und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich bin raus, ich setze mir nochmal meine Haare auf, nein, und bin raus. Euer Jo, ciao.